So, da sind wir doch angekommen an unserem Auftrag. So, erstmal raus aus der guten Karre. So, moin Leute. Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich habe mir ein schönes Gefährt geholt und... Wo kommt die Mucke her? Und wir sind jetzt bei unserem Kollege... Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hat dich dazu beredet. Benito angekommen, zu dem wir letzte Folge gehen sollten am Ende. Gespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Ja, okay. Hab fünf meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ja, oh Bruder, alles klar. Ich sehe schon, dass ich eine schöne Angel bekomme von dir. Dem Embargo danken. Ja, was auch immer. Was müssen wir denn machen? Treibstoff. So, wir haben neue Ziele. Benzin aus einem Treibstofflager und ein... Militärstandpunkt, irgendwas Militärstandpunkt abchecken. Oh, hallo? Medizin, nice. So gut, dann schwinge ich mich mal wieder in meinen Trecker und fahre mal in die Richtung. Okay. Wir haben den Schweißbrenner freigeschaltet. Spannend. Was zum Fick geht denn jetzt schon wieder ab? Habe ich jemanden angefahren? Passiert. Ich kann jetzt womöglich Autos bestellen und zu mir bringen lassen. Auch wie in Far Cry damals. In Far Cry ging das, glaube ich, auch. Aber auch wie in Just Cause immer. Was haben wir denn hier? Du kannst das Fahrzeug über das Kuhmin-Waffenrad rufen. Ja, cool. Das geht natürlich dann noch leichter. Naja, aber ich bleib bei dem Träger, den ich erstmal habe. Das geht schon. Jetzt kommt ein krasser Stunt. War nicht so krass. Gib's zu. Okay. Fahren wir mal darüber. So, da sind wir. Steigen wir erstmal aus der Karre, machen das Radio mal aus, denn jetzt wird es erstmal... Moment, kann ich hier reparieren gerade? Reparieren? Ah, okay. Den Schweißbrenner. Den gab's doch sonst auch, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hab echt lange keinen Far Cry-Teil mehr gespielt. Aber es kommt mir bekannt vor. Vielleicht kommt es mir aber auch nur aus Battlefield bekannt vor, keine Ahnung. So, wir sind in der Einrichtung angekommen. Jetzt ist mal ein bisschen Ruhe hier. Das ist ganz nice so. Andauernd labert irgendjemand in diesem Game. Das ist irgendwie stressig. Also nie hat man mal wirklich seine Ruhe. Immer ruft irgendjemand an oder sie macht irgendwelche Selbstgespräche. So. Scharfschütze, den schalten wir zuerst aus. Die Karre sollten wir ausschalten, dass keine Verstärkung kommt. 1, 2, 3 Leute mal. Zerstören. Ist eigentlich sehr überschaubar. Da ist noch jemand. Kann ich den von hier nicht markieren? Ist egal. Wie machen wir es am besten? Der Scharfschütze aimt in die Richtung. Es wäre schlau, wenn wir von da drüben ins Lager reingehen würden. Oder von da hinten irgendwo. Ich würde auch sagen, das probieren wir mal aus. So irgendwie so ein bisschen einen Weg drumherum zu nehmen, dass wir nicht durch den Haupteingang direkt rein müssen. Ich will auch ein bisschen sneaky vorgehen, also ich hätte da schon Lust drauf. Gut, suchen wir mal unseren Weg drumherum. Na, wenn das mal nicht wie ein Hintereingang aussieht, dann weiß ich auch nicht, also... Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, drumherum zu gehen, wir sind drin. So, jetzt mal gucken, da ist der Scharfschütze, da unten ist das. Okay. Erstmal Krokodil hier platzieren. Krokodil? Hier. Okay, den haben wir weg. Den Scharfschützen kann ich leider nicht so genau ins Visier nehmen. Also schön, dass der jetzt ein One-Hit war mit der panzerbrechenden Munition, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht immer der Fall. Aber... Nehme ich so hin. Meistens brauchen die aus irgendeinem Grund zwei Schüsse. Okay, das ist ein bisschen strange hier. Aber... Okay, lass das... beachten wir jetzt erstmal nicht weiter. Okay, ihr habt also herausgefunden, dass ich den gekillt habe. Okay, haben ihn. Ja, gegen die ungepanzerten Leute mache ich halt nicht One-Hit. Das ist halt so dumm eigentlich, dass ich Leute mit einem Helm direkt wegmachen kann. Aber Leute ohne Helm nicht. Okay. Verliert ein bisschen. Okay, shit. Auf der anderen Seite wieder runter. Die Kamera wollte ich nicht rausholen. Okay, ich bin gerade übel am Fettfingern. Holy shit.
wollte eigentlich heilen, aber ich drück die ganze Zeit den Knopf daneben und hol die scheiß Kamera raus. Da kam eine Grenade. Okay. Mit euren Granaten habt ihr's aber. So, ich muss schnell den letzten noch killen, damit ich hier den Alarm ausmachen kann. Okay. Perfekt, jetzt kommt keine Verstärkung mehr, hoffe ich. Okay, das war chaotisch, das hätte nicht so gehen sollen. Oh. Nehmen wir mal den Eingang, würde ich sagen. Okay, hier ist keine Tür in dem Gebäude. Egal, da haben wir eine Schlüsselkarte. Wer macht denn hier so Geräusche? Ich hätte doch hier jemanden keuchen, was ist denn das? Ist ja gruselig. So, gib mir hier noch ein bisschen Muni. Ja, wunderbar. Das kann ich nämlich gut gebrauchen, denn es geht weiter nach unten. Medizin nehmen wir auch mit. Wir brauchen jeden Loot, den wir kriegen können. So, haben wir hier noch was Schönes? Weiß nicht, noch ein bisschen... Noch ein paar Ressourcen? Nein? Gehen wir jetzt hier runter, würde ich sagen. Hier. Ah ja, hier kommt... Hier brauche ich den Schlüssel, okay. Da ist doch der High Loot. Wunderbar, erstmal volle Munition. Oh, das ist ein Delfin auf der Kiste. Besser als mal eine Pistole, würde ich sagen. Eine Uzi. Wunderschön, wunderschön. Sowas sehe ich doch gerne. Recyceltes Glas, was auch immer. So, jetzt schauen wir erstmal die neue Waffe an, die wir gefunden haben hier. Kann ich die nicht unter... Doch, hier Seitenwaffen. El General. Was? Die sieht sogar richtig fancy aus. Schauen wir uns mal an. 4. Ja. Herrliches Stück. Verzieht auch nicht so stark. Kann ich auch schön, so aus der Hüfte. Nice. Nehme ich an. Ist wahrscheinlich nur übel schnell leer die Munition. Ja, ich habe jetzt schon nur noch 17 Schuss. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nur 2 oder 3 Magazine von jedem mitnehmen. Ich glaube, das liegt auch an der Schwierigkeit. Normalerweise kann man bestimmt viel mehr Munition einpacken. Aber ja, mir ist es nicht gegönnt, mehr Munition einzupacken. Ja gut, mein Traktor steht jetzt da oben auf der Klippe, den braucht man nicht. Ich würde einfach den ihren Transporter nehmen und zum nächsten Punkt fahren. Obwohl, sie inspiziert Militärstandpunkt in El Prado. Achso, Kommandante soll ich. Kommandante ist nicht hier, ja. Also kann ich wieder abbauen. Gut, fahren wir zum nächsten Ziel. Okay, ich sehe gerade, dass das eine große Anlage ist. Das heißt, Panzer? Oh, schnell weg hier erstmal. Ein Panzer? Da hätte ich schon Bock drauf. Oh, scheiße. Nein. Bin gar nicht hier. Bin gar nicht hier. Leute, ganz entspannt. Ach komm schon. Hä, was soll denn der Scheiß? Deckung. Da steht auch ein Panzer. Kann ich den auch übernehmen, oder? Wir rennen mal schnell rüber. Lassen uns am besten dabei nicht sehen. Rutschen vielleicht nicht dran vorbei. Kann nicht einsteigen, oder? Bisschen Shit. Das ist wirklich ein bisschen Shit, dass ich den nicht klauen kann. Das muss Rosario sein. Das ist Rosario. Dann schießen wir mal mit dem Mörser da drauf, würde ich sagen. Also so viel zu Rosario. So viel dazu, jawoll. Wenn das kein Skillshot war, weiß ich aber auch nicht. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ey, dass die ungepanzerten Leute 2 Headshots brauchen, obwohl ich mit panzerbrechender Munition gepanzerten Typen mit einem Headshot kill. Oder ziele ich einfach zu hoch? Oder, ich ziehe einfach zu scheiße allgemein wahrscheinlich, aber. Nein. Bin gar nicht da. Oh, shit. Sorry, meine Freundin, sorry. Sollte so nicht laufen. Guapo. Benito, los. Du wirst Rosario nicht wiedersehen. Ja, yeah, so sieht's aus. Wir haben ihn mit einem Mörser gekillt. Mach das erstmal.
weiter. Metall? Geh zur Tankstelle und bring diese Sache zu Ende. Da ist noch eine Kiste. Oh, was? Sieht aus wie eine Tommy Gun so ein bisschen. Eine RPD. Hm. Wäre ja versucht, die statt meiner ersten Waffe zu nehmen. Denn die benutze ich ja für eigentlich alle Silence-Kills. Die meistens nicht so Silence sind, aber ist egal. Und deswegen würde ich vielleicht ein Sturmgewehr mitnehmen. So, wie sieht's denn hiermit aus? Ich würde gerne hier einsteigen. Die haben doch gesagt, ich kann den Panzer klauen. Wieso kann ich ihn denn jetzt nicht klauen? Oh, scheiße. Ich glaube, das war nicht so gut. So ein kleiner Nitro-Boost, den da hat, der Panzer. Geht er jetzt hoch, oder? Guapo ist auch ganz aufgeregt, der ist auch schon so. Geht er jetzt hoch, oder? Okay. Ich brauche echt einen Scope, Leute. Ich brauche echt einen Scope, damit der Scheiß hier mal aufhört, dass ich auch mal treffe. Hat der Panzer scheint nicht hochzugehen. Gut, wir gehen weiter zum nächsten. Gerade jemand geschossen. Wir gehen weiter zum nächsten Ziel, würde ich sagen. Wir sind gleich da. Da drüben ist es schon. So, deshalb wir vernichten hier die Beweise erstmal mit dem Fahrzeug. So. So ist gut. Genau, scheißegal, was passiert, wenn wir Freiheit wollen hier. Erstmal schön unter Wasser gegangen. Okay. Kann schon sein. Ich guck kurz mal nach meinen Waffen. Das Scharfschützengewehr, aber das war shit. Flammenwerfer. Hier. Die rüsten wir mal aus. Das sieht doch mal nach einer ordentlichen Waffe für sowas aus hier. Oh yes. Clara, ich bin am Lager. Ach, ruft sie gleich wieder zurück, ey. Da hätten wir auch einmal telefonieren können, das wäre doch gereicht. Ja, na klar, stirb halt nicht. Oh mein Gott. Oh, ich hasse das so sehr. Ich hasse das. Ich meine, ich spiele mit Absicht auch schwer, aber... Ey... Dass die Gegner unverhältnismäßig viel schlucken, ist einfach unnötig. So. So, jetzt gehen wir hier mit Guapo rein. Gut, dann machen wir das halt nicht lautlos. Oh, jetzt geht's ab. Okay, Verstärkung, da muss ich was gegen machen. Ey, wer war das? Schlitz. So, am besten wir schießen aus der Hüfte fast schon. Er war doch aber eben irgendwo der Verstärkungspunkt da. So, schießen wir noch die Kamera kaputt. Dann laden wir erstmal nach, wollte ich sagen. Sollen sie doch kommen. Lautlos ist eh nicht so mein Ding, habe ich so das Gefühl. Okay. Munition ist auch nicht mehr so mein Ding, habe ich das Gefühl. Ich habe nur noch 48 Schuss. Guapo, nein! Nicht Guapo. So eine Scheiße. Bewegt euch nicht so schnell, da kann ich nicht... Ich kann euch nicht treffen, wenn ihr so schnell lauft. Haben es geschafft? Schon eine Scheiße, ey. Das läuft irgendwie immer sehr chaotisch. Ich habe das Gefühl, es sollte sehr viel besser laufen, aber das tut es nicht. Ja, gut. Ist egal, lief doch clean, würde ich sagen. Naja. Clean wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber lief doch. Haben wir doch gut befreit. Ich meine, dafür, dass wir so oft so schwer spielen, sind wir immer nicht gestorben, also. Hey, was wollt ihr mehr? So, jetzt erstmal meine neue Waffe anpassen. Und zwar brauche ich erstmal, keine Ahnung. Streuung wird erst. Ja, das ist gut. Beim Schießen aus der Hüfte die Streuung reduzieren. Ach, das ist nur ein Laserpointer. Ist egal, wenn es meine Streuung reduziert, nehme ich das. Und hier kann ich noch nichts. Ich brauche Schießpulver für alles. Ist doch beschissen. Kann ich für meine Zweitwaffe schon ein
Besseres Visier mehr holen. Auch nicht, brauche ich Schießpulver für. Oh mein Gott. Oh, ist das ätzend. So. Ja, hat der Laserpointer jetzt was geändert? Ich weiß ja nicht. Vor allem ist der Laserpointer nicht mehr da, wo ich hinschieße. Das bringt halt absolut nichts. Nur wenn ich stehe, ist es... Aber selbst dann passt der Punkt vom Laserpointer nicht. Ist doch shit. Naja, hoffentlich wird das Ziel wenigstens ein bisschen besser dadurch. Okay, cool. Unterstützung ist mir sicher. Bote. Hi. Hast du einen Tipp für mich? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Aber dir wünsche ich viel Glück, Kompai. Muchas gracias. Okay. Ein Schatz, der von Geistern bewacht wird, wollte mich wieder verarschen. Clara. Ach, gleich der nächste Call. Redet doch nicht so viel in diesem Game, ey. Finde ich nämlich auch. Wird Zeit, dass wir auf die große Insel kommen. Ich meine, das ist ja echt nur hier ein kleiner Schandfleck, wenn man die Map sich anschaut, wie groß die scheiß Map ist. Holy shit, ey. Und wir sind hier auf dieser Mini-Insel. Ja, cool. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort an. Kann ich bitte die Angel mal benutzen? Wie benutze ich denn die Scheiße? Primärwaffe? Angel? Flammenwerfer? Nein? Keine Angel für mich? Okay. Dann halt keine Angel. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Geschichte schreiben, ja, das klingt doch eigentlich nach keiner schlechten Sache. Aber ich würde gerne angeln, wieso kann ich denn das nicht? Und wie kann ich das überhaupt? Also, Kuh vielleicht? Wow. Oh, was? Was? Holy shit. Okay. Interessant. Es ist so eine ganz spezielle Angel. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, komm, Fisch. Komm. Beiß an. Ja, ich mag die Seilphysik auf jeden Fall hier. Sehr, sehr angenehm. Ja, die Fische, das trollt mich nicht. Ich wollte nur einmal kurz ausprobieren, wie das Angeln in dem Game hier ist. Komm, gib mir einen und dann lasse ich es gut sein. Habe ich überhaupt einen Köder dran? Was ist das hier überhaupt? Beiß jetzt an, Fisch, komm. Warte. War das nicht gerade ein Fisch, der zu mir kam und jetzt ist er abgehauen? So eine Scheiße, wir lassen das. Ja, Abfahrt hier. Angel ist shit, hab ich gerade festgelegt. Auto? Ich fahr lieber. Oh cool, das ist jetzt da. Perfekt. Dann gehen wir da. Da kommt's schon. Glück gehabt, Pferd. Der hätte ich fast überfahren. Hola. Mit dem hier Hola. Danke, danke. Wunderbar. Nehme ich mit. Gut, dann fahren wir mal zu meinem Ziel, würde ich sagen. Inzwischen. Ups. War nicht mal. Ich glaube, das war nicht mal ein Feind. Egal. Passiert. Ja gut, ich habe keine Ahnung, dass hier so ein Teich ist, aber ich bin hier auf dem Weg hoch zum Lager einfach durchgebrettert mit dem Auto und. Naja, gut. Ist okay. Gehen wir hoch. So, gut. Im Lager sind wir angekommen. Schauen wir mal, was hier passiert. Regel 73. Von Juan Cortés. Eine Revolution ist nicht gewonnen von den Angstlosen, sondern bei den Geängstigten oder so. Habe ich das gut übersetzt? Ich glaube, es stand unten drunter in Deutsch, aber ich habe es nicht gelesen. Was weiß ich. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Okay, das ist mal eine Ansage. Ja, probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja, funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Wow. Los! Ich sagte, los!
Was ist das für eine Einstellung? Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Oder so. Anton Castillo. Dann habe ich es falsch übersetzt. Ist freie egal. Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Okay, tun wir das? Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Ja, das ist gut. Viva Libertad. Na dann. Viva Libertad. Ja, man braucht doch die Vorrede nicht so heftig, oder? Eins hätte auch gereicht. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriera. Ich habe nicht ganz verstanden, was der Plan jetzt ist, aber... Wir scheinen eine Eskalationsstufe zu erreichen, würde ich sagen. Das aber, liebe Leute, vermutlich erst im nächsten Part. Wir schauen mal kurz, was unsere Mission jetzt ist, weil irgendwie nichts aufblitzt. Aber ich werde wahrscheinlich die Folgen ein bisschen kürzer halten von Far Cry, da wir ja eigentlich fast nur am Ballern sind. Weil zwischen den Stationen, wo wir hier ballern oder sneaken, passiert ja eh nicht viel, deswegen denke ich, das passt. Ja, ja, Flugabwehrgeschütz. Okay, das ist jetzt nicht so nett. Das würde ich gerne vermeiden, dass da eine brennende Leiche bei mir einschlägt. Aber ja, gut. Machen wir mal so. Neue Fotos. Cool. Kann ich das gleich posten? Like da lassen oder so? Was auch immer. Okay, Leute. Da hinten ist unser Ziel. Das werden wir dann... Das sind die Kriegsschiffe, die zwei. Die werden wir dann das nächste Mal angehen und versenken. Ich denke mal, das Folgenlimit könnte so reichen. Für bei 20 Minuten müssen wir ungefähr sein. Ich denke, das reicht auch erstmal. Ja, cool. Dann wird es spannend, nächste Folge. Und danach haben wir wahrscheinlich dann das restliche Festland freigeschaltet. Also, das wird super. Freut euch drauf, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall. Also, gerne wieder einschalten bei Far Cry 6. Und ja, was soll ich noch sagen? Lasst es krachen, Leute. Ciao, ciao.